Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Brigitte Limburger. Ich möchte Ihnen, wie schon gesagt, meine Masterthese präsentieren, die ich im Rahmen meines Pflegewissenschaftsstudiums geschrieben habe. Was wird Sie heute erwarten? Die Relevanz der Thematik. Meiner Meinung nach ist die Relevanz aktueller denn je. Kurz, die Methode wird nicht viel sein. Die Ergebnisse, die kurz zusammengefasst werden, und wesentlich ein Praxisausblick. Der Pschürrempel definiert Praxisanleitung wie folgt. Es ist eine Anleitung von Pflegeschülern, Praktikanten und neuen Mitarbeitern bei unbekannten oder ungeübten Tätigkeiten durch eine erfahrene Person in einer Abteilung. Es sollen Arbeitstechniken, Hygienevorschriften, Arbeitsschutz, soziale Kompetenz im Umgang mit Patienten und Bewohnern, von Pflegeeinrichtungen, betrieblichen Strukturen und betriebsspezifische Dokumentationsfähigkeiten vermittelt werden. Sehr viel, sehr mannigfaltig. Die Relevanz der Thematik. Warum? Warum ist Praxisanleitung wichtig? Wir brauchen eine Qualitätssicherung. Hier haben wir die Gegenüberstellung Mentor oder Praxisanleitende. Mentoren, Mentoren sind wir alle. Jeder, der ein Krankenpflegediplom hat, ist automatisch ein Mentor. Der Gesetzgeber verlangt dahingehend keine pädagogische Ausbildung. Die Mentoren nehmen neben ihrer pflegerischen Tätigkeit am Bett die Schüler, die Auszubildenden mit. Am Ende des Praktikums bekommen sie noch eine Beurteilung. Die vielleicht ausschlaggebend für den Verweil äh, des Schülers ist oder auch nicht. Praxisanleitende sind pädagogisch geschult, sie überlegen sich ihre Techniken, sie sind temporär einsetzbar äh, und begleiten den äh, Studenten oder Auszubildenden kurzfristig. Sie überlegen sich pädagogisch, didaktisch, wie geht ein aseptischer Verbandswechsel. Also nicht die ganze Zeit präsent, sondern nur temporär. Was, was wird an Relevanz noch weiter bemängelt? Eine ungenügende pädagogische Qualifikation der Praxisanleiter. Die 200 Stunden circa, das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Salzburg hat nur 160. Wir in Graz, Steiermark, sind ja über 200 sind nicht einheitlich aufgebaut. Es gibt Unterschiede im Umfang, im Lerninhalt und sogar in den Prüfungsmodalitäten. Das Qualifika die Qualifikationsanforderung des Praxisanleiters soll jenen der Lehrkräfte im Gesundheits- und Krankenpflege ähneln. Nur die haben eine Ausbildung von 2.400 bis 3.000 Stunden. Wie soll sie das ausgehen? Die Wertschätzung gegenüber der Praxisanleitung ist oft nicht gegeben und der Zeitmangel wird auch bekrittelt. Das Zeitausmaß der Praxisanleitung äh, beläuft sich auf null Stunden pro Monat, also gar nichts, bis vier Stunden pro Woche. Laut Studien, Auburg, Gliesen, Soda und Unger. Wie wird man Praxisanleiter? Die Voraussetzungen. Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Eine zweijährige Berufserfahrung. Bereitschaft zur Ausbildung. Man muss das wollen. Dann kann man eine Weiterbildung nach § 64 1 des GOKGs machen und kann die berufspädagogische Zusatzqualifikation in Umfang von 200 Stunden absolvieren. Nach abgelegter Prüfung kann man die Zusatzbezeichnung Praxisanleiter führen. Man verpflichtet sich noch weiters eine berufspädagogische Fortbildung von einem Jahr, die 24 Stunden äh, beinhaltet. Ziel meiner, Ziel meiner Masterthese. Was habe ich gesucht? Was habe ich geforscht? Ich stellte mir zwei Forschungsfragen. Welche Kompetenzen muss ein Praxisanleiter mitbringen? Und welche methodisch didaktischen Fähigkeiten benötigt ein Praxisanleiter, um die Theorie und Praxis schließen zu können? Theoretisch ist alles einfach, aber das in die Praxis methodisch didaktisch gut rüberzubringen, das ist schwierig. Das waren meine zwei Forschungsfragen. Nur ganz kurz die Methode. Es wurde eine systematische Literaturrecherche in den diversen Datenbanken PubMed, Cochrane durchgeführt. Ich habe eben die didaktischen, methodischen Fähigkeiten und Kompetenzen der Praxisanleiter gesucht. Das waren die Keys, das waren die Schlüsselwörter. Da habe ich dann 2395 Studien gefunden. Davon habe ich 19 extrahiert. Diese habe ich dann mit dem Bewertungsbogen Hoker et al. bewertet. Sie mussten eine Studienqualität von 80 Prozent, also es gibt ja, man weiß ja, Studien sind nicht so gut. Meine Studien für diese Masterthese mussten 80 Prozent an Qualität äh, hergeben. Dann habe ich sie reingenommen. Im Endeffekt waren das 14 Studien, die ich in meine Masterthese inkludiert habe. Ist ein Qualitätskriterium 80 Prozent Qualität. Die Studienergebnisse zu den Kernkompetenzen. Es wurden bei diesen Kernkompetenzen Auszubildende befragt und Praxisanleiter. Oder nur Auszubildende oder nur Praxisanleiter. Was ist herausgekommen? Bei den, beim ersten, beim Chin et al., wurden Praxisanleiter und Auszubildende befragt. Hm, man sieht Managementfähigkeit, Forschungsbewusstheit, Kommunikationsfähigkeit. Unten beim Heffernen ist nur die nur die praxisanleitung befragt worden. hier ist gekommen zugänglichkeit, unterstützung der schüler, wieder kommunikationsfähigkeit. eins weiter beim kinsley wurden nur die schüler, die auszubildenden gefragt, welche charaktereigenschaft sollte ein praxisanleiter haben? gute klinische kompetenz, sicheres urteilsvermögen, vorbildrolle, so möchte ich auch sein, und wieder gute kommunikation. also kommunikation zieht sich durch. Die Bewertung der klinischen Kompetenz der Schülerin durch den Praxisanleiter, hier gibt es dahingehend keine Standards, keine standardisierten Bewertungen. Wenn ich den Schüler bewerte, müsste mit der Bewertung er in, in, in Wien die gleiche Bewertung bekommen. Das ist nicht standardisiert. Das ist auch eine Kernkompetenz des Praxisanleiters. Dann die Studienergebnis beim Rollenverständnis. Was heißt Rollen, Rollenverständnis? Wie sich der Praxisanleiter im Setting Krankenhaus fühlt, verhält. Die Position der Praxisanleiter, wie gesagt, im klinischen Setting. Die Ausbildung hat sich im tertiären Bereich äh, gewandelt. FH. Die wissenschaftlich ausgebildeten äh, Schwestern kommen auf Station, sind teilweise wissenschaftlich, wissenschaftlich schon ausgebildet, der Praxisanleiter nicht. Darum ist es wesentlich, dass Praxisanleiter eine wissenschaftliche Schulung bekommen. Sogar auf Master- und Doktoratsniveau werden international die Praxisanleiter ausgebildet. Kanada Vorreiterrolle, Amerika Vorreiter, Australien Vorreiterrolle, Master- und Doktoratsniveau, wirklich. Die Wertschätzung des Praxisanleiters ist oft auf Station nicht gegeben. Das, der Wert des klinisch äh, klinischen Pädagogen wird nicht anerkannt. Die monetäre Abgeltung des Arbeitsaufwandes, natürlich, wir wissen es. Und wenn das nicht möglich ist, wenigstens eine Honorierung in Form von Zugang zu Entwicklungsprogrammen, Weiterbildungsmöglichkeiten, mehr Freizeit, Datenbanken oder Kongresse wie diese. Die Studienergebnisse, Kernkompetenz zu Online-Programmen. Die Praxisanleiter sind auf ihre Rolle nicht vorbereitet. Das ist aber möglich mittels Online-Programmen. Man kann zu diversen Modulen äh, klinische Kenntnis äh, erwerben oder Kommunikationsfähigkeit. Es gibt Online-Lernplattformen, Blended Learning, es gibt CD-Roms. Hier können klinische Fallstudien, visuelle Powerpoints raufgespielt werden. Der Vorteil der Online-Programme hat uns Corona jetzt beigebracht: sind, Sie sind zeit- und ortsunabhängig, sie sind individuell einstellbar, sie sind kostengünstig, sie sind interaktiv. Viele, viele Vorteile. Kommunikationsfähigkeit, klinische Kompetenz, Empathie und Zugänglichkeit wie auch Vorbildrolle zielt sich quer durch alle Studien durch. Und diese Erkenntnis hat John Hattie erweitert und bestätigt. Wer war John Hattie? John Hattie war ein Soziologe, ein Australier. Dieser John Hattie hatte, äh, was, was wollte John Hattie, was wollte John Hattie äh, erklären, was wollte er beweisen? Er wollte sagen, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste, damit Lernerfolg ermöglicht wird? Ist es das, ist das der Lernende selber? Ist es der Lehrer? Man sagt immer, wenn der Lehrer gut erklären kann, dann verstehe ich es. Ist es das Curriculum? Hm. Ist es der Unterricht per se? Frontalunterricht, Gruppen, Gruppenarbeit? Ist es das Elternhaus, Akademikerfamilie, Scheidungsfamilie? Diese ganzen Fragen hat sich eben John Hattie gestellt 2015. Er hat dementsprechend 50.000 Studien und Meta-Analysen zusammengefasst. Er war nicht allein, es war ein Team von 10, 12 Leuten, die haben zwei Jahre nur Studien zusammengefasst, um ein Ergebnis zu bekommen. Er gliederte es, wie gesagt, in sechs Hauptthemen: Lernende, Lehrer, Schule, Curriculum, Unterricht oder Elternhaus. Die Quinte setzt daraus. Der Schüler, der, der Schüler, der Auszubildende, der Lernende, wenn er seine eigene Lernleistung bestimmen kann, wenn er von sich überzeugt ist, wenn er sagt, ich schaff's, dann generiert er Lernen. Er schaut sich YouTube an, er fragt Kollegen, er geht sogar zum Lehrer. Das ist das Wichtigste, den jungen Mitarbeiter, den jungen Schüler zu motivieren. An zweiter Stelle kommt erst der Auszubildende, der Lehrer. Und hier hat John Hattie auch festgehalten, mit den Augen des Schülers unterrichten, nicht wie ich, sondern wie denkt der Schüler? John Hattie ist ganz spannend. Jetzt sind wir bei den didaktischen, methodischen Fähigkeiten. Lerncoach, Lern- und Coaching-Systeme generieren. Das war meine zweite Forschungsfrage. Wichtig für Auszubildende, für Schüler ist es, die Tätigkeit zuerst erklärt bekommen. Zuerst einmal in der Theorie durchbesprechen und dann in die Praxis schicken. Praxisanleiter, wir kennen es eh, sollen die W fragen. Wie zum Beispiel, wie machst du das? Warum machst du das so? Was wäre, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest? Natürlich gibt es mehr W-Fragen, das ist nur ein Beispiel. Ganz spannend für mich, Schüler-Lehrer-Verhältnis. Eben, eins zu eins. Ein Schüler, ein Auszubildender und ein Praxisanleiter. Hier ist das Verhältnis. Stärken und Schwächen können gut erkennbar sein für den Praxisanleiter. Die Organisation und Koordino Koordination der Auszubildenden ist einfach gestaltet. Der Nachteil ist, es gibt keine Gruppendynamik. Sie können nicht zu zweit arbeiten. Es wird kein Wissen in Teamwork weitergegeben. Du fragst schnell deinen Kollegen, deinen. Mitschüler, wie geht das? Zwei zu eins, also zwei Auszubildende, ein Praxisanleiter. Hier ist eine gegenseitige Wissensvermittlung. Es ist eine soziale Unterstützung in der Gruppe vorhanden. Es ist, gleich, es ist leicht, eine Diskussion und Feedback zu geben für den Praxisanleiter. Ein Nachteil wäre, es könnte ein Konkurrenzverhalten entstehen. Ganz schlecht sind 3 zu 1 und mehr als 3 zu 1 Verhältnisse, drei Auszubildende, ein Praxisanleiter. Hier sind die, überwiegend die Nachteile. Die Nachteile sind Platzmangel, keine effiziente Arbeitsteilung, keine genaue Beurteilung des, der Einzelnen möglich. Und es kann gelegentlich auch, es wird in der Literatur beschrieben, eine Überforderung des Praxisanleiters entstehen. Was ist der einzige Vorteil? Unterstützung durch die Gruppe. Also die Gruppe kann sich selber besser koordinieren. Das beste Verhältnis ist das 2 zu 1 Verhältnis. Die Studienergebnisse bezüglich didaktisch-methodischer Fähigkeiten, Unterrichtsplanung. Planung des Unterrichts an den Auszubildenden anpassen, wissen wir. In, in einer Studie mit Charlson et al. wurden zum Beispiel praxisanleiter haben ein e-mail an die schüler gesendet haben sich selber vorgestellt haben die station vorgestellt klinische intensivstation was willst du in deinen vier wochen praktikum hier bei uns lernen schüler schreibt zurück stellt sich auch vor und sagt ich möchte einmal katheterismus blutabnahme aus verweilkanüle lernen so kann der praxisanleiter sich auf den Auszubildenden einstellen, Lernstrategien generieren. Sowas gibt's, wirklich. Es ist nicht viel Aufwand, es ist noch viel Zeit und viel Arbeit. Ziele durch den Praxisanleiter routinemäßig evaluieren, das wissen wir. Wissenstand, Stärken und Schwächen der Lernenden ermitteln, das wissen wir. Die Selbsteinschätzung des Auszubildenden soll zuerst erfolgen und dann soll erst die professionelle Meinung des Lehrenden Erfolgen. Also der Schüler soll sich selber einschätzen, wie er das gemacht hat und dann sagt der Lehrer, du, da, da haben wir noch. müssen wir noch nachschärfen, das müssen wir noch verbessern. Realistische, kurz- und langfristige, messbare Ziele entwickeln und ein zeitnahes Feedback. Die Studienergebnisse weitere zu innovativen Lernmethoden. Man kann elektronische E-Portfolios anlegen. Lernprozesse von E-Portfolios können dokumentiert werden. Dadurch kann eine kritische Selbst- und Fremdeinschätzung ermöglicht werden. Innerhalb des Praktikums können Fallbeispiele unter Gänsefüßchen, kein Patient ist ein Fall, aber es wird in der Literatur leider so beschrieben, aus der Pflegepraxis schriftlich aufarbeiten. Also der, der Auszubildende soll schriftlich einen, einen Patienten eine Situation aufarbeiten, die Herangehensweise... Den Praxisanleiter oder einer ausgewählten Gruppe präsentieren, so kann man die Theorie und den Praxistransfer ermöglichen. In der Theorie, in der Theorie lernst du das so, die Praxis schaut so aus. Wir müssen das verbessern. Dann gibt es noch die Studienergebnisse, ganz spannend, mit Simulationen. Simulationszentrum. Wir in Graz haben ein Simulationszentrum. Hier ist es ganz spannend. Da kann man realistische Situationen, wie zum Beispiel Notfallsituationen, trainieren. Unter wirklich äh, wahrheitsgetreuen Bedingungen. Der Einsatz von Videoübertragungen ist möglich. Man kann die Videoübertragung immer wieder spielen, man kann sie zurück nach vor, man kann sagen, man kann analysieren, ah, da hast du den Fehler gemacht, Schau, da hättest du müssen. Es gibt Telefonkonferenzen in diesen Simulationszentren. Und es gibt sogar, wirklich, es ist in der Literatur beschrieben, Schauspieler, die sich als, als, Patienten, als Patienten fungieren, wo man wirklich, an diesem Schauspieler üben und lernen kann. Was soll damit minimiert werden? Es soll menschliches Versagen minimiert werden. Menschliches Versagen wie Krankheit, Lärm und Müdigkeit macht 70% der Fehler aus. Im Skills Labs das ist ein Unterschied, sollen die Basisfertigkeit gelernt werden, trainiert werden, gefestigt werden, Blutdruck messen, Blutabnahme etc. Und dann ein ganz ein, ein spannendes Projekt, die Schulstation. Hier erfahrt man begleitendes Lernen in realer Situation. Hier übernehmen wirklich Schüler drei Wochen lang äh, die Station eigenständig. Sie schreiben Dienstpläne, sie koordinieren sich selber. Wird natürlich vom Praxisanleiter begleitet. Das Studienergebnis zur didaktisch-methodischer Fähigkeit, zur Interdisziplinarität. Die Kommunikation mit den Mitarbeitern im Gesundheitssystem ist ganz wichtig. Man muss drin sein als Auszubildender. Man kann aber auch als Auszubildender Rat und, und, und Unterstützung und, und Stabilität und Sicherheit bei anderen Disziplinen finden, wie zum Beispiel mh, Physiotherapeuten. Querbezitzen, mobilisieren mit Physiotherapeuten ist eine andere Qualität. Hier kann man andere Disziplinen zu Rate ziehen: Logopäden, Ergotherapeuten, Schlucktraining mit Logopäden, Ergotherapeuten. Man kann alle Disziplinen heranziehen. Gibt Sicherheit, gibt Stabilität. Man sollte beim Teammeeting die Auszubildenden mitnehmen, damit sie denn die, Struktur in, in, in der, in, auf die Struktur einfach mitbekommen, was läuft auf Station. Die Praktikumsdauer, ein leidliches Thema. Die Zufriedenheit der Studenten, der Auszubildenden korreliert mit der Dauer der Praktika. Je länger ein Praktikum dauert, desto zufriedener ist der Auszubildende. Zufriedener, die Dauer. Zwölf Wochen wird beschrieben, da sind sie ganz glücklich damit. Häufige Wechsel werden oft als ungünstig und frustran bezeichnet. Dann. Wir kommen schon zum Ende. Der Praxisausblick. Praxisausblick. Was kann ich Ihnen mitgeben? Was ist wesentlich? Der Theorie-Praxistransfer ist wichtig. Eine Freistellung für den Praxisanleiter für seine Arbeit wäre erstrebenswert. Wir wissen es. Die Schüler pro Praxisanleitenden, so man mehrere Aufstationen hat, soll festgelegt sein. Also wir haben gehört, 2 zu 1 Verhältnis ist das ideale Verhältnis. Im Simulations, in Simulationen, Skillslab und in Schulstationen soll das theoretische Wissen geübt werden. Die Fertigkeit geübt werden, kritisches Denken, Problemlösung in realistischer Situation geübt werden. Man kann natürlich mit dem zunehmenden Schwierig das, den, 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 mit dem zunehmenden Kompetenz kann man die Schwierigkeit erhöhen der Einsatz von verschiedenen elektronischen Datenbanken, Lernprogramme, Kommunikationsinformationsforen und E-Portfolios e einsetzen. Der Praxisanleiter weiter, die einheitlichen, das ist auch eine, ist auch wesentlich eine einheitliche Bewertung, ein einheitliches Bewertungsinstrument für Auszubildende generieren, damit man national, ich rede gar nicht von internationale Vergleiche ermöglichen können die notwendigen Veränderungen der Praxisanleiter dem internationalen Trend anpassen. Wirklich, es wird im Bachelor-, Master-, Doktorat-Niveau ausgebildet. Wirklich, das ist, es ist möglich und es wird gemacht, schon Jahre. Die Kompetenz wie auch die methodisch-didaktischen Kenntnisse der Praxisanleiter stärken. Dann gelingt der Theorietransfer. Was können wir noch weitermachen? Neue Curricula für Auszubildende generieren, erarbeiten. Denn ein besser ausgebildeter Praxisanleiter bedeutet eine optimale Betreuung des Patienten, um an Patienten geht es, effektive Wiedereingliederung von neuen Mitarbeitern, geringe Kosten für den Arbeitgeber. Arbeitgeber interessieren die Kosten. Dann haben wir eine geschulte, gute nächste Generation am Pflegepersonal. Und dadurch entsteht ein Gesundheitskreislauf mit positiver Weiterentwicklung. Danke. Das war's. Frau Marista Limburger, vielen Dank für den spannenden Überblick. Ich erlaube mir gleich, die erste Frage zu stellen. Das war das Stichwort Schulstation. Ja. Ist das in, im österreichischen Gesundheitssystem so etablierbar oder brauchen wir dafür uh, neue Organisationsstrukturen? Die, die, die Deutschen arbeiten schon seit 2006 mit Schulstationen. Das möchte ich nur mal festhalten. Maria Kosak sagt, Schüler leiten eine Station. Die hat ein Buch darüber geschrieben. Seit 2006. Ganz spannend. Schulstation ist insofern spannend, weil Schüler wirklich für einen begrenzten Zeitrahmen, drei Wochen, eine Station eigenständig übernehmen. Also sie, sie, sie schreiben Dienstpläne, sie machen das Bestellwesen, sie machen Nachtdienste, sie machen die Visite, sie machen die Verbände, sie machen alles eigenständig. Natürlich wird das von einem Praxisanleiter im Vorfeld begleitet. Äh, wann machen sie das? Im letzten Drittel ihrer Ausbildung, also ein Vierteljahr vor ihrem Diplom. Es wird von einem Praxisanleiter begleitet. Und jede, jede, es gibt dahingehend auch Studien, wie, sie die, wie die Schüler das empfunden haben. Jede, sämtliche Schüler haben gesagt, so viel Mehrwert von diesen drei Wochen, das haben sie in der ganzen Ausbildung nicht bekommen. Ganz spannend, in Deutschland, in Wien habe ich gehört, dass es gibt. Graz hat es noch nicht. Und geleitet wird diese Station von einer Stationsleiter oder übernimmt das alles der Praxisanleiter? Alles der Praxisanleiter im Vorfeld, die sprechen das natürlich mit, durch. Das, Stamm, das Stammpersonal ist vor Ort, aber dezimiert, also zwei, drei Pflegende für den Notfall, falls etwas passiert. Die machen dann andere Tätigkeiten, die tun dann Wie irgendeine administrativen Tätigkeiten. Also für den Notfall sind die backup da, aber. Schaffen du das wirklich die Auszubildenden? Spannend. Und das ist ganz spannend. Gibt es Fragen aus dem Auditorium, bitte? Scheinbar wurde alle. Da ist eine Frage, bitte. Mikrofon kommt, einen Moment, bitte. Danke. Ja, es ist weniger eine Frage als Kritik. Oh je. Ja, na jetzt nicht negativ zu verstehen. Ich tu mir wahnsinnig schwaben. Ich, jetzt kämen wir von Hermagor, das ist ein kleines Haus. Wir haben auch nicht die Möglichkeiten, diese Schulstationen und zu machen für die Schüler. Aber ich traue mich zum Sagen, dass man in keinem zweiten Haus so gute Pflege lernen kann, als wie bei uns. Und ich sehe jetzt auch das Problem von den FH-Schülern. Die kämen mit wahnsinnig viel wissenschaftlichen Anforderungen, was sie erfüllen müssen. Haben aber null Ordnung von Praxis. Und so wie Sie das jetzt darstellen, kommt mir das so vor, dass die Verantwortung, die was früher die Lehrschwester in der Schule gehabt haben, abgewälzt wird nur auf die Praxis. Und das sehe ich schon sehr kritisch. Ich finde es auch kritisch. Die, die Praxistätigkeit wurde ja um ein Drittel äh, gekürzt bei den FH-Schülerinnen, bei den BSC, um ein Drittel gekürzt. Das heißt, äh, sie haben weniger Praxis am Bett. Da kommt wieder der Praxisanleiter ins Spiel. Er muss effizient, schnell beibringen, den, den Auszubildenden von der Theorie in die Praxis überführen. Das ja, ist aber so, jetzt, das ist das ja, Curriculum. Ja, jetzt kann ich wohl das Curriculum so anpassen für den Praxisanleiter, dass der auf Doktorats-, Masterniveau, wie ja immer so sein kann, wenn das Curriculum in der FH nicht passt. Es kehrt ja. vieles verändert. Ich bin ja. bei Ihnen. Ich ja. bin bei Ihnen. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind die internationalen Studien. Es wird mhm. in anderen Ländern schon Jahre dahingehend gearbeitet. Es ist viel Handlungsbedarf. Ich weiß es. Ja. Ich weiß es. Ich bin bei Ihnen. Ja. Okay. Danke. Gibt es noch Fragen, bitte? Spannendes Thema. Bitte drauf. Entschuldigung. Zu Ihrem Kommentar. Sie haben recht. Sie haben natürlich auch recht. Weil wir haben zuerst darüber gesprochen. Frage in die Runde: Seit wann gibt es Praxisanwälte? Ich sage es Ihnen, 30 Jahre. Ja. Nein, nein, nicht in der Steiermark, 30 Jahre. Ich weiß es deshalb, weil ich das erste Curriculum dazu geschrieben habe. Und was Sie sagen, ist korrekt. Das ist aus einer Not heraus entstanden. Weil wir Lehrende nicht die Möglichkeit hatten, auf die Stationen zu gehen. Deswegen hat sich der Praxisanleiter entwickelt. Und ich war jetzt höchst gespannt, was sich in 30 Jahren getan hat. Ja, es hat sich extrem viel getan, aber ich stimme Ihnen zu, dass es in die falsche Richtung geht, wenn die Lehre an die Praxisanleiter delegiert wird. Ja, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Das eine ist die Lehre, das andere ist die Umsetzung. Und das war der ursprüngliche Gedanke des Praxisanleiters, so wie ich ihn damals verstanden hatte. Und ich denke, das könnte der Weg sein. Und so gesehen ist die Schulstation eigentlich diese Umsetzung. Ich weiß schon, das wird nicht überall gehen, aber das ist ein Step-by-Step-Approach. Ja? Schulstation in Deutschland ist nicht nur im Langzeitbereich, die setzen es die zurzeit auch schon im Akutbereich an. Also nicht Langzeit, wo du sagst, du hast wirklich immer nur den gleichen Patienten, sondern die arbeiten schon im Akutbereich damit. Fantastisch. Gut, da hinten gibt es noch eine Frage, bitte. Ah, hallo. Ich komme aus Polen, ich habe die Ausbildung in Polen gemacht und bei uns in Polen damals war es so gemacht, dass die Lehrschwestern 20 Stunden in der Schule unterrichtet haben und 20 Stunden auf der Station die Schüler begleitet haben. Was die Ausrede, das haben wir in Theorie noch nicht gemacht, flachgelegt hat, das haben wir nicht sagen können und die, Stadt, die Schwester war auch in der Schule mit der Praxis voll dabei. Ja, das Sie war hat einmal. gewusst, wie auf einer Station läuft. Und die Schwestern auf der Station wurden entlastet dadurch. Ja, natürlich. Aber da Das jetzt, war vor 40 Jahren. Natürlich. Es hat sich jetzt in den tertiären Bereich gewandelt und da, wie gesagt, ist, sind die Praxistunden gecancelt worden. Ich weiß, ich kenne das noch mit den Lehrschwestern. Aber ich glaube, wir sehen, dass wir hier einfach eine Kluft zwischen beiden Bereichen haben. Und die gehen einfach noch nicht zusammen. Ja. Das sind einerseits die wissenschaftlichen Erkenntnisse international. Genau. Und dann haben wir den aktuellen Umsetzungsstand, wie es die Bundesländer einfach umsetzen. Und dass wir da noch uns weiterentwickeln müssen und neue Erkenntnisse einfließen lassen müssen, glaube ich, liegt auf der Hand. Und ich glaube, somit haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Frau Lehburger, vielen Dank für Ihre schön. Dankeschön, Ausbildung. Dankeschön.